Jetzt sind sie. Ja, komm. So. Kapitalismuskritik. Überhaupt nicht das Problem.
Vielleicht soll ich ja was gegen die Nazis machen oder gegen die Bullen. Die Bullen kann man auch nicht mehr so fassen wie damals. Vielleicht etwas Systemkritik oder irgendetwas gegen diesen Computerstaat. Wer soll das eigentlich sein? Und wer ist eigentlich dieser Deutschland? Wer ist der Feind? Der Feind ist zum Beispiel, also der Feind ist nicht jetzt, sagen wir mal, die Bullen. Das ist alles klar. Und Politiker und dieser ganze Mist, diese riesigen Sägewerke, das ist alles klar. Das wissen wir, darum dreht sich auch nicht. Tja, vielleicht soll ich erstmal von mir ausgehen, denn. Von mir war es schließlich zumindest am ehesten noch ein bisschen Bescheid. Also wer bin ich? Mein Name ist Sebastian, ich bin 27 Jahre alt und meine Hobbys sind Lesen und Musik hören. Ja, vielleicht anders. Deutsch, ledig, nicht reich, nicht arm, also nicht so richtig. Mein Lebenslauf liest sich allerdings bis jetzt wie eine Bankrotterklärung. Trotz Abitur und Studiums. Denn ich habe studiert Kunst, naja, mehr oder weniger. Ich wurde zwar eingeschrieben, aber in die Uni bin ich nie gegangen. Ich hänge jetzt gut, aber sagen wir mal, im Verhältnis zu den anderen war ich relativ selten da. Die meiste Zeit saß ich zu Hause allein vom PC, habe mich durch Blogs gestrollt, zu Pornos gewichst. Yes! Wir sind eventuell nicht mehr ganz dicht in der Birne. Der legendären Band Kotzbrocken, der dieses Gefühl eigentlich ganz gut beschreibt.
Und da mich auf der Musik jetzt nicht so ganz wegkickt, will ich den Text jetzt mal als Gedicht vortragen. Kotzbrocken. Oi, oi, oi. Musik ist für mich das ganze Leben. Sie ist mein Ersatz für Unerfülltes. Das lasse ich mir von keinem nehmen. In ihr finde ich mich selber wieder. Musik muss schnell und aggressiv sein, sonst spricht sie mich gar nicht an. Dann knall ich mir sie in die Rübe rein. Diese Musik zieht mich in ihre Bahn. Am liebsten gehe ich auf Konzerte. Da lasse ich so richtig die Sau raus. Diese Erlebnisse sind für mich das Wahre. Ich werde kein einziges vergessen. Die Musik macht mich reicher als andere. Sie ist der Inhalt meines Lebens. Für mich ist sie das Optimale. Ich werde immer Punkrock hören. Ich finde das lustig. Damals, als ich für das Kunsthochschulstudium zugelassen wurde, war klar. Genauso was will ich auch mit Kunst machen. Irgendwie die Energie von den Konzerten in ein Kunstwerk übertragen. Und dann fing das Kunsthochschulstudium an. Scheinbar vorbereitenden Jahr mal zitiert, indem wir einen bestimmten Kurs nach dem nächsten besuchen mussten. Zum Beispiel auswendig lernen von Muskelgruppenanatomie-Kurs, Kunstinterpretationen von 1600 Schieß mich tot, irgendwelche Kunstgeschichte von Hast du nicht gesehen und vor allem noch dieser eine beschissene Kurs, in dem wir unter anderem lernen mussten. Ja. Oder gesagt bekommen. Ja, es ist wichtig, dass wir als Künstler immer einen aufgeräumten Arbeitsplatz haben. Denkste. Am Montagmorgen war der einzige Pflichttermin, den wir noch wahrnehmen mussten, ein wöchentliches Klassengespräch, bei dem die Studenten ihre Arbeiten zeigten und die Professoren irgendwas dazu sagten. Der Rest war freies Arbeiten. Da ich von zeitgenössischer Kunst original nichts verstand, machte ich wahrscheinlich das erstmal naheliegendste und malte eine Konzertszene nach der nächsten. Handwerk. Als ich dann mit meinem Gespräch dran war, fiel die Reaktion der anderen Studenten entsprechend verheerend aus. Zum Beispiel. In the media gallery pictures are beautiful. This is not beautiful. It's falling apart. Oder? Also, ich finde, das ist ja alles pathetisch. Oder? Also, ich finde ja ein paar deiner Arbeiten ganz gut und ein paar deiner Arbeiten finde ich jetzt gar nicht. Achso, weil sie jetzt gesagt hat, ich finde ein paar deiner Arbeiten nicht so gut, dann könnte ich ja beim nächsten Mal das und das verbessern. Wer waren die denn? Meines Wissens nach halt stopp. Man sagt, dass angeblich 2%, die an einer Kunsthochschule studieren, es später überhaupt schaffen, von der Kunst zu leben. Dann kommt eigentlich, wer waren die denn? Meines Wissens nach war von denen keiner in einer Galerie, aber sie benahmen sich gerade so, als wären sie Deutschlands nächste Superkünstler. So vergehen dann tatsächlich Klassengespräch, bis zum Ende des Studiums und die Professoren traten in diesen immer als eine Art Geschmackspolizei für bildende Kunst auf und tauschten eine auswendig gelernte Phrase nach der nächsten. Zum Beispiel. Ja, also das hier, ne? Das finde ich schon wirklich gut gelöst. Das hast du wirklich gut gemalt, oder? Ja, ey, das ist wirklich Stand. Ich finde, das hat was. Diese Haltung über Kunst zu reden, wehrte anscheinend auch die Studenten ab, denn bald redeten alle so. Dass man mit diesen paar Versatzstücken in den Sendung so ziemlich jedes Konzert beschreiben kann, war anscheinend egal. Denn die meisten interessierten sich sowieso nur für sich und für ihre Kunst. Ich fragte mich, ob manche von denen auch nur drei Künstler hätten aufsehen können, die sie überhaupt begeistern. Oder sagen wir mal, drei Künstler, die dich interessieren. Und dann kommt Picasso, habe ich gesehen, fand ich ganz interessant. Zweiter, meine Künstlerin. Dann denkst du, du bist 25 Jahre alt. Und du behauptest, du bist geboren, Künstler oder Künstlerin zu werden. Und du willst dich mit Kunst beschäftigen. Und das Einzige, womit du dich beschäftigst, bist du selbst. Und dann deren Kunstgast. Abstraktes Geschmiere, das Plagiat zur Frontalpotée, gefällige Boombilder. Mein Gott, wie tot kann man denn mit Mitte 20 eigentlich sein? Kunsthistorische Relevanz, zeitgenössische Ebenen, politische Aspekte. Wie
Wiedererkennungswert, Intimität, alles egal, 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 egal. Wenn Kunst Bundestagswahl wäre, würdet ihr CDU wählen? Oder wenn Kunst Musik wäre, wie würde diese klingen? Selbstgefälliger Free Jazz? Widerwärtiger Hufrock mit Wischbänden Solo? Ach so, experimenteller Ghost Drone, Witch House Noise, whatever? Ich wollte Techno machen mit Schlagertexten und Hip-Hop-Sendings machen. Bounce, bounce! Gott, das ist die Klassengespräche führten eigentlich zu nichts. Ich ging immer voller Angst leider in die Uni, saß dann die Zeit ab und ging deprimiert wieder nach Hause, bis ich schließlich das gesamte letzte Studienjahr zu Hause verbrachte und da mein Job machte. Es war nämlich nicht so, dass ich die Lust an der Kunst verloren hatte. Ganz im Gegenteil. Je mehr ich mich für zeitgenössische Kunst interessierte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass das, was an der Kunsthochschule abgeht, oder eben nicht abgeht, oder eben nicht abgeht auf Deutsch, nichts, aber auch nichts mit dem zu tun hatte, was zurzeit wirklich so an zeitgenössischer Kunst passierte. Und das war einiges. Und dafür müssen wir heute noch nicht mal mehr das Haus verlassen. Das ist ja wunderbar. Also ich lese jeden Morgen das halbe Internet durch. Das ist auch mein tägliches Kunstfestival, was ich morgens erstmal habe. Are you blue? Und dafür muss man heute noch nicht mal mehr die Ausstellung besuchen. Und mich interessiert natürlich die Künstler, die meiner Generation angehören. Zum Beispiel Raphael Rosenthal, programmiert Webseiten, lässt sich als Kunstwerke ausstellen. Denn Oliver Davids, 81 geboren, hat zum Beispiel ein Video von Mariah Carey in Indien French und French greenscreen lassen, das Ganze dann auf YouTube wieder hochgeladen, so dass es sich andere wieder runtergeladen haben, sich dann reinkopiert haben und das Ganze wieder hochgeladen haben. Denn Tauber Auerbeck, auch 81 geboren, kopiert andere Kunstwerke und interpretiert diese neu, so zum Beispiel. Matthew Stone, 82 geboren, super geile, raumgreifende Fotografie, die sich an Renaissance und Barock orientiert. Jen Starr, 83 geboren, Swagger Regenbogen-Kitzel klar. Aiden Wood, 94 geboren, super geile Ästhetik, die null Sinn macht, aber gerade deswegen geil. Beziehungsweise schon hat. Zum Beispiel, ist YouTube nicht eigentlich schon eine zeitgenössische Videogalerie für Videokunst oder ist YouTube bereits das Medium selbst? Hallo? Oder? Ja, das ist gewollt. Wenn ich mir da zum Beispiel ein Video herunterlade, in Originalqualität, bin ich dann im Besitz des Originals oder der Kopie? Eye-Tracking, IP-Tracing, Wireless-Controlling, 3D-Drucken. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr nachher zu kommen. Und dann kommst du an die Kunstschule. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn dann tatsächlich irgendwann mal Frank Elsner durch die Tür gekommen wäre. Als Etan die Quizshow aufgelöst hätte. Wer die dämlichsten Fragen stellt, gewinnt. Das hätte zumindest einiges erklärt. Das Ganze verkam immer mehr zu einer Art Realsatire oder zu einem schlecht inszenierten Sketch von Dieter Hallervorden. Buddy, ich möchte gern Pommes frites, da war nur deine Flasche weg. Angenommen, die gerade genannten Künstler, überhaupt bekannte Künstler, würden an der Kunsthochschule studieren, würden aber dieselben Arbeit machen, wären aber noch nicht bekannt, was die Professoren wohl dazu sagen würden und was die Studenten. Ich glaube, man will es gar nicht so genau wissen. Zweites Beispiel. Wenn es angeblich nur 2% schaffen, überhaupt von der Kunst später zu leben, wie hoch ist dann umgekehrt eigentlich der Bullshit-Faktor dessen, was die restlichen 98% so von sich geben? Besteht nicht die mehr die Gefahr, dass man sich aus der Masse der Unrelevanz ausbremsen lässt? Einer, der auch mal Kunst studiert hat, schreibt dazu mal Folgendes. Dann muss ich wohl doch Künstler werden. Dann muss ich wohl doch zurück an die Kunstschule erneut Basis beantragen, so gut, als ob ich dem Kunstwerk irgendetwas zu geben hätte. Den verdammten verkommenen Kunstmarkt. Vielleicht soll ich mich selbst zurückmelden bei meinem Professor, das Studium wieder aufnehmen und Modalität eine Chance geben, zurück in diesen großen weißen Keller mit den Schmiertwalz zwischen den klappigen Schulstudien zu meinen Kommilitonen. Zu dem Gekleckser und Gebastel und der Schmier und der Kleber, zu den ewigen Lauer und die Kunst der Anlagen. Ich war nur dort gelandet.
weil ich absolut nicht wusste, wo ich sonst hin soll. Alle fünf muss ich zugeben. Die meisten waren es ja, die haben die Grundschule. Die haben die Grundschule. Dort sind die humorvollsten und sonderbarsten Frauen. Die Frauen und das Buffet. Das sind zwei gewaltige Zuhörer, die Grundschule studieren. Ich habe jedenfalls nur Langweiler und alles kennengelernt. Was sind die ersten Menschen, die sich auch funktionieren denn? Die Grafiken sind mit dieser Dessert. Hast du dein gemacht, Baby? Wo ist Action? Rennen! Jetzt ist das unser Job. Ach ja, genau, Darth Vader. Das kann ich Ihnen natürlich nicht verübeln. Denn wer sich es mit den, wer etwas gegen die Professoren sagte, lief natürlich Gefahr, es sich mit diesen zu verscherzen. Aber die Professoren vergaben die Noten und nannten damit die Macht. Sie allein entschieden über Verbleib oder Exmatrikulation. Wir waren sogar der erste Studienjahrgang, bei dem die Kunstwerke mit Noten versehen wurden, in Klammern Bologna-Protokoll. Was wohl Andy Warhol für seine Kämpfe zu kriegen, oder Marcel Duchamp für seine Pfauen. Als er 1917 das herumgedrehte Pissoir zum Kunstwerk erklärte, erntete er schließlich auch größtenteils nur Spott, Kritik und Häme. Doch heute gilt es als eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts und wurde tausendfach kopiert. Das Bauwerk war gegen Ende tatsächlich so ziemlich der einzige Grund, warum ich dort eingeschrieben war. Ja, und ich studierte ja Kunst, weil ich Kunst machen wollte. Ich will Kunst machen. Ich spüre es in jeder Phase. Ich will Kunst machen. Ich will malen und schreiben und singen und dichten und Skulpturen formen, so groß wie Thüringen. Und das ist bei weitem nicht alles. Ich will, dass man sieht, dass sie im 21. Jahrhundert gemacht wurden. Und ich will, dass sie einen Inhalt bringen. Technik und Ausführung, wie man gerade merkt, ist erstmal egal. Ich will, dass sie politisch ist. Das ist halt die Frage, wo Politik anfängt. Wir haben damals im Geschichtsunterricht gelernt, dass Politik eigentlich schon zwischen zwei Leuten losgeht, wenn nicht sogar zwischen einem selbst. Wer weiß, wie oft man sich selber eigentlich schreibt. Deshalb weniger. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Daher, leben, um davon zu erzählen. Leben, um darüber zu performen. Leben, um Kunst zu machen und darüber Kunst zu machen. Zeig deine Wunde, schau deine Chance. Kunst oder Marsche. Klima ist gegen. Bräh. Was könnte der Übergang sein? Genau. Kein Larifari, keine alten Sachen, kein Quatsch mit Soße. So wie bei der Schweinfurter Punkband Killerabentheorie zum Beispiel und deren Songtext 1, 2, fuck you, den ich nicht mal jetzt als Gedicht vortragen würde. Killerabentheorie 1, 2, fuck you. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Na, was macht Studium? Oberflächliches Gelaber! Unerträgliche Scheiße! Das nächste Mal dein Maul und geht weiter! Dumme Menschen, immer und überall, sind sie mit durchgehend Ekel! Wenn ich durch die Straßen gehe, Pistole auspacken und einfach reinschießen! Deine Hobbys interessieren mich nicht. Dein Studium ist recht nicht. Deine Probleme? Geil! Was für ein Hass und was für eine Energie. Das ist doch auch gerade die Möglichkeit, die Kunst bietet, eben alles, was man sonst nicht machen kann, alles in der Kunst auslegen zu lassen. Und es muss auch nicht immer alles Sinn machen. Mein Gott, ich habe mich schließlich nicht zur widerspruchsfreien Zone erklärt. Als ob es irgendwie Sinn machen würde, an diesem Basketballkorb zu hängen. Es sind die Fantasten, die die Welt verändern und nicht die Erstklärer. Thank you.
habe ich mal gehört, dass jeder Künstler eigentlich die zwei elementaren Themen Leben und Tod behandeln sollte. Und ich finde, das kommt bei der Arbeit von Felix González Torres, denn von ihm ist das Kunstwerk mit den zwei Uhren, sehr gut zum Tragen. Beide Uhren werden zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig gestellt mit zwei handelsüblichen Batterien. Am Anfang laufen die noch synchron, bis sie langsam asynchron werden und schließlich eine Uhr eher endet als die andere. Beide Uhren stehen in gewisser Weise für die Lebenszeiten von González Torres und die seines Freundes. Es war bekannt, dass beide an AIDS erkrankt waren und deren bevorstehender Tod nur eine Frage der Zeit. Felix González Torres wird teilweise als einer der bedeutendsten bildenden Künstler der 90er Jahre bezeichnet und hat unter anderem damit gebrochen mit diesem Anfassen des Kunstwerkes, indem er nämlich Stacks von verschiedenen Arbeiten in den Ausstellungen zeigte, von welchen man sich dann welche mit nach Hause nehmen konnte. Kostenlos. Gratis Kunst mitnehmen also. Nice! Und nun? Nachdem ich die ganze Zeit erzähle, was ich alles machen will, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass innerhalb der bildenden Kunst eigentlich alles schon gemacht wurde. Man sagt, dass wir uns ungefähr seit 1980, 1970 in der Postmoderne befinden und ab da mehr oder weniger alles in der bildenden Kunst abgehandelt wurde und von da an eher der Kontext und die Weiterdenkung des Kunstwerks eine Rolle spielen. Was bleibt denn dann für unsere Generation eigentlich noch übrig? Was kommt nach der Postmoderne? Wo beginnt das Original? Ist der Digital Gap vielleicht größer als gedacht? Und nochmal, was kann man eigentlich noch machen, wenn alles schon gemacht und gesagt wurde? Wenn jemand schon mal etwas so auf den Punkt gebracht hat, warum dann nicht mit dessen Worten sprechen? Warum nicht einfach seine Quellen und Referenzen nennen, wenn es ohne die sowieso nicht mehr geht? Warum nicht einfach vom Vorhandenen ausgehen, wenn es das Neue überhaupt nicht mehr gibt und vielleicht auch nie gegeben hat? Die Königin sagt, that everything is a remix. Alles ist ein Zitat, alles ist ein Sample. Manche gehen sogar davon aus, dass ein künstlerischer Eigenwert heute überhaupt nicht mehr einlösbar ist. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man aus dem Vorhandenen noch etwas Neues machen kann. These? Ja, alles ist bereits gesagt. Aber wir können es vielleicht noch besser betonen. Vielleicht, weil es auch gar nicht so ist. Gerade in Zeiten von Copy and Paste und 3D-Druckern. Überhaupt 3D-Drucken werden das sowieso alles revolutionieren. Na, in Zukunft gehst du ins Museum, holst das Smartphone raus, dass die Polygone von den Kunstwerken ermittelt, gehst du raus, druckst du aus als Kunstwerk. Es gibt sogar schon seit den frühen 80ern in der bildenden Kunst eine Kunstrichtung, die sich ausschließlich auf das Kopieren von vorhandenen Kunst spezialisiert hat. Appropriationskunst oder Aneignungskunst. Deren Künstler sind natürlich häufig in einen Rechtsstreit mit den vermeintlichen Urhebern der Originale geraten und dabei musste dann häufig ausgehandelt werden, ob überhaupt ein künstlerischer Eigenwert besteht. Zum Beispiel, künstlerischer Eigenwert? Kein künstlerischer Eigenwert. Künstlerischer Eigenwert? Kein künstlerischer Eigenwert. Und dann seit letzten Jahren irgendwie doch. Alles klar. Das Problem an der ganzen Sache ist die derzeitige Handhabung des rechtlichen, des Urheberrechts. Genau, Punkt. Das System ist das Problem, ja? Das System hat keine Eier, ja? Stichwort GEMA, Stichwort Rundfunkgebührenmixer, Stichwort Kulturfaschisten! Mein Gott, wie soll es denn gehen, heute noch ein Original zu machen, wenn es das Original natürlich überhaupt nicht mehr gibt? Das geht doch nicht! So und in ähnlicher Form habe ich in den restlichen Klassengesprächen und bei der 15-minütigen Abschlussprüfung meine Thesen und Theorien den Leuten versucht zu erklären, der ich meistens in leeren Gesichtern blicke. Genauso bekenne ich wahrscheinlich meine Kunst im Kontext usbekischer Volkstänze oder frühromantischer Knöpfe anstecken und wahrscheinlich dieselbe Reaktion bekommen. Ja, interessant. Schau dir mal Neo Rauch an. Oder auch. Bauchpinselei und so verging Jahr für Jahr und Ausstellung für Ausstellung. Und ich dachte immer, Mensch, jetzt geht's los. Das haben wir alle damals gedacht. Das ist jetzt los, sehe ich. Aber es ging nie los. Es ging nur irgendwie weiter und dann dachten wir, das hat schon mal losgehen, das kann schon nicht mehr reden sein. Das Problem ist, jetzt ist bald und nichts ist los. Das Studium ist vorbei, ich bin in keiner Galerie, ich habe keine Ausstellung, keine Termine,
Das Geld reicht noch für 1,5 Monate. Alles Leben, alles Geld, alles Angst, alles Leben. Aber man ist kein Geld. Aber man ist kein Geld. Allein wenn ich an meine derzeitige Finanzlage denke, bekomme ich Herzrasen. Was du Angst hier fühlst, ist das Geld, das hier fehlt. Welches mit jedem Geld zu sparen ist, Alter. Der Bankautomat zeigt mir seit 10 Jahren denselben beschissenen Kontostand an und seit 10 Jahren will ich den Bastard abfackeln. Aber ich bin froh, dass das Kunsthochschulstudium vorbei ist. Ich bin froh, endlich nicht mehr in diesen beschissenen Unikons gehen zu müssen, mir die beschissenen Arbeiten der beschissenen Studenten ankündigen zu müssen. Oder sinnlose Diskussionen zu führen. Oder Smalltalk. Na, lang nicht mehr gesehen. Was ist das Studium? Vor allen Dingen ekelte mich das ganze Drumherum an. Die ewig gleichen Ausstellungen, die ewig gleichen Vernissagen, bei denen es eigentlich nur darum ging, Kontakte zu knüpfen oder einen Fickpartner für die jeweilige Nacht zu finden, während die ausgestellte Kunst und Dekoration verkam. Kindergeburtstag mit Erwachsenen, Kaffeekranz der Untoten, Rollator Youth. Erfolgreich letzter. Aber naja, jammern hilft ja auch nichts. Und ich kann auch nicht alles auf die Kunsthochschule schieben. Man muss schon was für sein Glück tun. Und. Nur die Hacken kommen gaben. Auch gut. Wenn du was erreichen willst, sei ein nettes Arschloch. Eines Tages, Baby, werden wir alt. Das Thema der Dauerprokrastination ist vermutlich sowieso schon längst ausgelutscht. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, Baby, und alle die Geschichten denken, die werden erzählen können, wenn wir nicht andauernd volkstümliche Rührbrötchen bei YouTube geguckt hätten. Und der Prinzip sind sie heute sowieso alle, wir haben Burnout oder FOMO. Klar ist aber auch, dass diese Angst da ist. Mal im Rücken oder als Schmerz im Bauch. Das Gefühl, 5 Jahre einfach verschwinden zu haben. Seit es schafft, hat in Wahrheit gar keine Chance. Fühlt sich zumindest nicht gerade danach an. Die Wahrheit ist, dass ich drauf und dran bin, das mit der Kunst ganz aufzugeben. Nachdem ich 5 Jahre lang nur Kunst gemacht habe, das hier meine letzte Performance sein könnte. Du hast dich auf Leben wie und deine Energie ist jetzt irgendwie weg. Was scheint es mir unwirklich, jemals überhaupt den Drang gehabt zu haben, Künstler werden zu wollen. Früher habe ich immer gedacht, dass es irgendwie falsch sei, so wütend und so hasserfüllt zu sein, aber eigentlich ist es doch gar nicht.